So, bevor es jetzt zu dem versprochenen Märchen kommt, vielleicht noch ein paar einleitende Worte. Und zwar haben wir uns vorgenommen, jetzt dieses, ja, als solche Märchen jetzt hin und wieder mal zu machen. Also jetzt auf jeden Fall mal die nächsten 4 Wochen, immer zum Advent, gibt es ein kleines Märchen. Und danach müssen wir mal sehen, weil man da dann ja auch Operation da sein sollte und wir auf einem anderen Server sind und so weiter und so fort. Müssen wir mal gucken, wie wir das dann noch hinkriegen. Aber wir haben auf jeden Fall vor, noch ein paar Märchen zu machen, nachzustellen. Was das jetzt für Märchen sind, ja, da müsst ihr euch mal überraschen lassen. Also gibt so ein paar klassische, was halt von Gebrüder Grimm und so kennt, aber auch ein paar äußerst skurrile, muss ich sagen, die wir schon in Überlegung haben. Ja, da ist da unsere April, die kennt sich da so gut aus mit Märchen, von daher, die schleppt da die ganzen Ideen an. In diesem Sinne, gucken wir mal, was da noch nächstes Jahr noch kommt. Aber auf jeden Fall müsst ihr ein bisschen Geduld haben. Das könnte mal ein paar Wochen dauern, bis da wieder, bis jetzt nach dem 4. Advent wieder was kommt. Und ansonsten, wenn ihr bedenkt, künstlerische Freiheit mussten wir teilweise arg viel benutzen. Arg Witz. Weil wir es ja eben in arg darstellen wollen. Dementsprechend ist die eine oder andere Geschichte wahrscheinlich nicht ganz so, wie sie im Original ist. Allein auch schon deswegen, weil es da irgendwie bei manchen Stories mehrere Varianten gibt. Welche hat man, und ihr kennt sie vielleicht ganz anders, als wir sie da dargestellt haben. Ja, denn ist halt so. Und ansonsten auch dran denken, wir sind alle keine Schauspieler. Wir haben uns Mühe gegeben. Vor allen Dingen mussten wir uns zusammenreißen, nicht in einem Lachflash zusammenzubrechen bei der einen oder anderen Szene. Da muss ich sagen, da haben sich die anderen auch äußerst gut zusammengenommen. Also wenn ich an unsere Proben denke, da dachte ich mir schon, oh Gott, was soll die Aufnahme werden? Aber im Endeffekt hat es doch dann ganz cool geklappt. Jo, also dann, viel Spaß. Es waren einmal drei kleine Schweinchen. Die wurden von zu Hause rausgeschmissen, weil es zu eng war und mussten sich jetzt selbst ein Haus bauen. Dazu sammelten sie jeder für sich entsprechende Ressourcen, die sie wollten. Das erste Schwein war ziemlich faul und baute sich deswegen nur ein Haus aus Stroh. Ich baue mein Haus aus Stroh, drum bin ich heute so froh. Beide kleine Schweinchen baute sich sein Haus aus Holz. Ich baue mein Haus aus Holz. Darauf bin ich sehr stolz. Und das dritte kleine Schweinchen, das baute sich sein Haus aus Stein. Ich baue mein Haus aus Stein. Das wird groß und fein. So vergingen die Tage und jedes Schweinchen für sich baute sich sein Haus. Erstes Schweinchen war natürlich sehr schnell fertig, war ja nur aus Stroh. Und so fing es gleich wieder an, auf der Wiese zu spielen. Und auch das zweite kleine Schweinchen war sehr schnell fertig und auch es spielte wieder vor sich hin. Aber das dritte kleine Schweinchen, das baute immer noch an seinem Haus. Eines Tages jedoch kam aus dem dunklen Wald der große böse Wolf. Mein Magen knurrt, ich brauche was zu fressen. Oh, was sehe ich da? Ein kleines Schweinchen, das kann ich doch essen. Oh mein Gott, da ist ein Wolf, Hilfe! Ach, liebes kleines Schwein. Ach, lass mich doch bei dir herein. Ich bin allein, ich bin allein. Ich lass dich nicht herein. Ich werde strampeln und trampeln, prusten und husten und dir dein Haus zerpusten. Gesagt, getan, der Wolf zerstörte das Haus des kleinen Schweinchens. Nur die Tür blieb stehen, denn die hatte sich von seinem Schweinchen Geschwisterchen ausgeliehen. Brüderlein, Brüderlein, lass mich herein! Der Wolf verfolgt mich.
liebes kleines Schwein. Lass mich doch bei dir herein. Bin ganz allein. Ich lasse dich nicht ins Haus herein. Ich werde strampeln und trampeln, pusten und husten und dir dein Haus zusammenpusten. Oh nein, er zerstört es. Schnell weg, Brüderlein. Schnell weg. Und auch das Holzhaus kann dem bösen Wolf nicht widerstehen. Komm, wir gehen zu unserem ältesten Bruder. Brüderlein, der Wolf. Ihr seid in Sicherheit, da kommt er hier nicht herein. Ach, liebes kleines Schwein, lass mich doch bei dir herein. Ich bin ganz allein. Du kommst nicht herein. Ich werde strampeln und trampeln, pusten und husten und dir dein Haus zusammenpusten. Er kommt nicht rein. Dieses Mal hatte der Wolf einen Erfolg. Dein Haus rührte sich kein Stück. Versuchte er es von einer anderen Seite. Immer wieder. Wartet nur, gleich habe ich euch. Holte er noch einmal ganz tief Luft. Aber das war wohl zu viel. Der Wolf ist tot. Der Wolf ist tot. Und so lebten die drei Schweinchen glücklich bis ans Ende der Tage und zahlten nie einen Cent Miete an ihren großen Bruder.